Manchmal stehe ich auf morgens und denke mir nur so, mi, 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 mi. Mach ich das wieder mit der Sicherung hier, damit das auch ja in die Richtung fällt. Zu grün und orange statt halt zu blau. Ein knapp vorbei ist auch daneben. Mach ich ja da so eine Sicherheitswand hin. Manchmal habe ich Angst vor meinen eigenen Ideen. So eine Psycho-Idee kann man doch gar nicht haben. Und vor allem so eine Psycho-Fantasie, wenn das jemand, wenn das ein Kind hier sieht, dann kriegt er ja Albträume von. Denkt ihr das? Na los, zieh. Zieh, 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 zieh. Yay! Aber immerhin funktioniert es. Das ist ja das Wichtigste daran. Denn jetzt habe ich bereits die sechste Insel geklärt. Frage ist nur, wie komme ich an diese 120 Sterne? Ich habe jetzt noch ja, diese Insel, selbst wenn ich alle Sterne mal kriegen würde, wären das noch 30. Wahrscheinlich muss ich alle Levels nochmal durchspielen. Um ja, dann für jedes Level nochmal die Sterne alle zu bekommen. Das könnte lustig werden. Dum, 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 dum. Ich könnte natürlich versuchen, ob der genug Schwung kriegt. Ich bezweifle es zwar, aber na, Versuch ist wert. Ups, Versuch ist wert. Wenn ich mal ein wenig rund wenigstens. Ach so, stimmt. Ich muss ja hier dann auch die Dinger dazu malen. Sonst wird er ja abgedrängt hier von dem. Oh. Von dem Material. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Soweit so gut. Klappt auf jeden Fall nicht. Dafür habe ich leider nicht genug Schwung. Aber ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt wieder hochkommen soll. Muss ich mal ein bisschen überlegen. In der Zeit, wo ich überlege, könnt ihr euch ja auch was überlegen. Und zwar habe ich gehört, dass jetzt Ende diesen Monats, und wir haben ja aber da jetzt den 21. zumindest zum Aufnahmedatum, soll ja das Samsung Galaxy S3 rauskommen. Was haltet ihr davon? Werdet ihr euch das holen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Oder steht ihr lieber auf iPhone, lieber auf Samsung? Was weiß ich, was es da noch alles für tolle Anbieter gibt. Ich glaube, HTC ist da noch ganz weit vorne. Obwohl ich noch nie einen HTC hatte, also kann ich da nicht so mitreden. Dum,
Hab ich dich? Also schreibt's in die Kommentare. Ich würde mich über jedes Kommentar freuen. Was euer Favorit ist, Samsung oder vielleicht ein iPhone oder vielleicht ein ganz anderes Phone, vielleicht auch gar nichts mit Phone, man weiß es nicht. Hey, das ist das Falsche, was kaputt gegangen ist. Hey, das ist aber gar nicht so schlecht. So. Keine Ahnung, was das jetzt noch bringen soll, aber schiebe ich mal eine ruhige Kugel. Mohahaha. Mario Style Sun, was auch immer das jetzt bedeutet. Du drehst dich in die falsche Richtung. Ach, geht doch. Ich glaube, jetzt stößt sie da fest, oder? Nee, doch. Schon wieder. Da ist eine Kante entstanden. So, jetzt drehe ich mal in die andere Richtung, bitte. Und da möchte ich meine Kugel auf die ablegen. Da-da-han. Ha. Vielleicht verliert die ja mit der Zeit an Schwung. Da muss man sich immer nur beeilen. Ja, so viel zum Thema beeilen. Ach, was ist denn das schon wieder? Nochmal. Nochmal, nochmal, nicht die Mama. Nicht die Mama, nicht die Mama. It's me, Mario. Obwohl, ich könnte auch mal was anderes probieren. Was heißt was anderes? Ich probiere eigentlich immer das gleiche hier, aber... Nein, knapp daneben ist auch vorbei. So, nochmal von vorne. Da kenne ich ja nichts. Da ziehe ich durch. Bis zum bitteren Ende. Weil ich nicht glaube, dass das hier irgendwas wird, aber... Versuch macht klug, nicht wahr? Schüssel und Übergröße. Na komm. Na komm. Na komm.
glaube, da muss ich noch einiges an Gewicht draufpacken, damit das hier abgeht. Und es hat nichts gebracht. Juju und großer Fels. Großes Gegengewicht. Schieß das mal runter. So. Tricky. Mit 3 I. Na, 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 na. Bam. Sieht aus wie ein kleiner, missratener Pac-Man. Welches mache ich mal? Castle on the Hill. Ach, das wird schon wieder schlecht. Da muss ich wieder irgendwie hochkommen. Tja, wird dann auch nach demselben Prinzip verlaufen. Tschuck. Habe ich wenigstens Zeit, um eine vernünftige, halbwegs vernünftige Schale hier zu bauen. Nein, hätte ich nicht wegklicken müssen, aber egal. Nein, nicht. Ach, geht doch. Oh. Ich vergessen hier das Ankerungsdings zu bauen. Basteln, malen, wie auch immer. Hä? Ziehen runter. Ach, jetzt fällst du. Mache ich mal ein bisschen höher lieber. So. Ziehen dann direkt. Ui, das war knapp. Nein, nein, nein. Boah. Das war zweimal ziemlich knapp, du. Gehe ich dann erstmal oben. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich? Oh, hier gibt es aber eine ganze Menge. Ah, hier unten, da ist der Hafen. Genau. Dann muss ich hier weiter oben drüber. Ach, da mache ich einfach mal, so wie immer, einfach alles. Ich dachte, ich könnte mich einmal so arbeiten, aber muss da sowieso wieder hin. Tschuck, tschuck. Na komm. Der kann weg. Ups. Na, ist egal. So. Ay, caramba. Dios mío. Ich glaube, da baue ich lieber einen größeren ran. Und ab mit den Dingern. Nö, 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 komm, nee, pfui, aus jetzt. Ah, da bin ich. Hat mehr Sinn, komplett von vorne anzufangen, als irgendwo mittendrin. Tü, 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 tü.
Also für Malfreaks, beziehungsweise Leute, die allgemein gerne malen, ist es auf jeden Fall genau das richtige Spiel, vor allem wenn sie dann auch mit Physik ein bisschen was am Hut haben. Und das macht ja eigentlich auch für alle anderen. Ich meine, ich kann weder malen, wie man sieht, und habe mit Physik auch nicht allzu viel im Hut. Aber es macht trotzdem Spaß. Für Leute, die malen können und ein bisschen kreativ sind, also kreativer als ich. Was ist das? Ist das bestimmt auch besonders lustig, weil man dann auf ein bisschen abwechslungsreichere Gebilde kommt, als ich das hier tue. Denke ich mal, zumindest. Ich glaube, mit dem üblichen Trick komme ich hier nicht sehr weit. Vor allem, wenn das hier nichts wird mit diesen Ankerdingern. Alles vernichtet. Also so komme ich da garantiert nicht mehr hoch. Genau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kann ich dem vielleicht irgendwie Schmerzen zufügen? Also besonders viel bringt das hier alles nicht. Das ist echt nicht leicht teilweise. Also ich weiß, ich bin gerade ziemlich eintönig, was meine Taktiken angeht. Weil ich damit bis jetzt auch eigentlich ganz gut klargekommen bin. Beziehungsweise ganz gut durchgekommen bin. Versuche ich mal den als Sprungbrett sozusagen zu benutzen. Na, das hat ja richtig was gebracht.